Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen auf dem Kanal bei Freyas Orakel und Humanenergetik. Wir starten jetzt in eine neue Tagesbotschaft und zwar hier in den 10.10. Das ist eine ganz besondere Zahl. Also die 0, die steht ja immer für einen Neuanfang. Die 1, die steht ja immer hier für einen Magier. Und bei der 10 geht es aber generell darum, dass man etwas Neues beginnt. Ne? Dass man alles dabei hat, hier etwas Neues zu starten. Mal gucken, um was es da heute geht. Ich bedanke mich erstmal für eure Likes, für eure lieben Kommentare auf meinem Kanal. Und natürlich begrüße ich alle neuen Abonnenten. Fühlt euch hier herzlich willkommen. Und ja, nochmal ganz kurz zu meinem Gewinnspiel. Heute, also gestern, wer gestern kommentiert hat unter das Tagesorakel und wer heute hier unter mein Tagesorakel bis heute Abend kommentieren tut, der kommt mit in den Lostopf rein und morgen früh wird natürlich dann ausgelost, ne, am 11.10. Boah, wir haben es ja schon wieder fast Mitte Oktober. Es geht schon auf Weihnachten zu, Leute. Ich habe schon ein bisschen was für Weihnachten gekauft. Ja, man muss ja jetzt schon langsam, ich habe schon im September so ein bisschen angefangen, ja, weil wir eine ziemlich große Familie sind und da hängt noch ganz, ganz viel dran, ne? Also was jetzt bei meiner Schwester, da noch die Kinder und, ne? Also ja, da muss man schon ganz schön zeitig starten, gell? Ihr könnt ja mal in Kommentaren vielleicht auch reinschreiben, wer das natürlich gerne mag. Es ist ja dann egal, mit was ihr hier kommentiert, aber vielleicht geht es euch ja auch so, ne, dass ihr vielleicht jetzt schon anfangt, so langsam die Weihnachtsgeschenke da mal zu kaufen. Ne? Aber zu guter Letzt ist es ja okay, die nehmen wir jetzt aber nicht. Oh, es geht um Stolz, guck. Es geht ja aber auch dann darum, Weihnachten geht es ja nicht nur um Geschenke, sondern wirklich um die Liebe, um die Familie, dass man mit seinen Liebsten zusammen ist, ja, dass man mit Menschen zusammen ist, die einen auch gut tun, ja. Gut, ja, wie schon gesagt, wer heute noch kommentiert unter das Tagesorakel bis heute Abend, habt ihr noch die Möglichkeit, mit in den Lostopf zu kommen und die ihr gewinnt hier, also einer von euch, kann nur eingeben, tut mir leid, ne, aber ich mache hier mehr, öfters mal solche Gewinnverlosungen. Und zwar ist es so, wer hier dann gewinnt, der gewinnt bei mir eine Kartenlegung, was denkt er, was fühlt er, was sind seine nächsten Schritte, eine Kartenlegung, wo man auf das Gegenüber schauen kann. Ja, dabei ist es egal, ob du jetzt als Mann oder Frau zuschaust, das ist völlig egal. So, jetzt fangen wir aber mal an. Was kommt denn heute hier aufs Kollektiv zu? Um was geht's? Um die Unentschlossenheit mal wieder. Ja, hier geht's um die Unentschlossenheit. Entweder bist du unentschlossen oder es ist eine Person in deine Richtung. Ich halte mich in allen Dingen des Lebens an meine Intuition. Ja, man soll heute ist vielleicht auch ein guter Tag, dass man sich ganz gut auf die Intuition verlassen soll. Ne? Wir haben hier so eine innere Spirale, was mir gerade sich so gezeigt hat. Vielleicht ist hier ein Thema, was schon lange so sich wie so eine Spirale anfühlt und man soll vielleicht auch wirklich darauf hören, wo könnte es denn hier hingehen? Ne? Kann Thema Leidenschaft, Liebe betreffen? Schauen wir gleich mal weiter, was die nächsten Karten sagen. Also in irgendeiner Sache ist man heute unentschlossen. Ja, da weiß man vielleicht noch nicht so richtig, was auf einen zukommt, wie es da weitergeht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter. Ne? Was kommt denn heute noch aufs Kollektiv zu? Na? Die 7 der Stäbe, na, die hätte ja ruhig drin bleiben können. Ne? Na gut, hier kommt gleich noch ein paar mehr. Dann haben wir hier die 3 der Stäbe, ganz viel Stabenergie. Das kann Feuerzeichen, Erdzeichen haben wir hier schon mal. Wer darauf schaut, ne, für die kann das sehr relevant sein. Oh, ist ja noch innen. Nee. Manchmal, da kleben die Karten so ein bisschen zusammen. Ne? Also da hat sich auch schon mal eine andere Karte drunter versteckt. Auf jeden Fall haben wir heute hier, wenn wir jetzt erstmal ein Sternzeichen geben, Feuerzeichen, Fische, ach Quatsch, das ist Wasserzeichen, sorry. Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze, ne? Das sind Feuerzeichen. Dann haben wir hier Erde, wir haben eigentlich alle Sternzeichen dabei. Ja, alle, ne? Genau, wir haben Wasser, wir haben Luft, wir haben Erde und wir haben Feuer. So, eigentlich mache ich das nie, dass ich die Karten nochmal mische, aber irgendwas wollte es wohl jetzt sagen. Okay,
Es geht um die Zufriedenheit. Ne? Normalerweise wisst ihr, ich tue nicht nochmal mischen. Aber irgendwas hat mir jetzt gesagt, ich soll nochmal mischen. Vielleicht hat sich gerade eine Energie irgendwie verändert. Auf jeden Fall geht es hier um die Zufriedenheit, ne? Um das Glücklichsein. Ja, sehe ich hier mit der Sonne. Wow, also man ist hier irgendwie total leidenschaftlich unterwegs heute. Man hat hier so diese vollen Gefühle, man ist zufrieden. Es geht darum, jetzt harte Arbeit wirklich da reinzustecken, dass man sich hier aufmacht in diese glückseligen Gefühle. Ja, und vielleicht hat man sich auch so ein bisschen zurückgezogen in seine eigene Sicherheit und versucht jetzt wirklich mal hier so auf die Zeichen vielleicht auch zu achten, auf das zu hören, was einem so aus dem Inneren herauskommt. Ne, ich sehe nämlich hier, bevor du hier wieder so einen Schmerz erleben willst und so eine Niederstreckung und dass dich jemand enttäuscht, bleibst du lieber erstmal so ein bisschen in deinem Rückzug und generierst dir erstmal deine eigene Freude. Ich habe hier noch einen Menschen, einen König der Stäbe. Es kann sein, dass es hier etwas verändern wird, dass er mit romantischen Gefühlen in deine Richtung kommt, aber er ist noch sehr, sehr materiell und sicherheitsbedürftig in deine Richtung. Wow. Und wir haben jetzt die Herrscherin und den Herrscher nebeneinander. Das ist das eigentlich das perfekte Paar. Ne, kann aber auch Vater und Mutter hier bezeichnen. Ne? Herrscher und Herrscherin. Und da wird auf jeden Fall noch eine Entscheidung getroffen, hier etwas umzusetzen, weil irgendwas ist hier, irgendwas fühlt sich für dich wie so ein Verlust an. Ne? Und da geht es jetzt darum, wieder in die Kraft zu kommen. Ja, hier macht sich auch noch jemand sehr, sehr große Gedanken, sehr, sehr viele Gedanken, ist vielleicht noch in Ängsten und Depressionen so ein bisschen wegen irgendeiner Situation. Dann sehen wir hier die 7 der Stäbe, das ist immer so, ja, ich bleibe so relaxed in mir selber und ich wehre aber auch noch was ab. Nee, ne, das ist so wie, nee, ich will das nicht sehen, was da auf mich zukommt. Also so kommt mir die Energie rein, ich will das nicht sehen, ja. Man, vielleicht ist hier irgendwie eine Kommunikation, vielleicht will hier jemand was umsetzen in deine Richtung und du sagst, nee, ich will das nicht sehen. Ja, also irgendwie kommt mir das immer so rein. Ich will das nicht sehen. Und nee, ich will das jetzt nicht haben. Ne? Und es geht aber hier darum, dass es hier eine Situation ist, wir haben heute keine Person hier. Es geht darum, dass du hier was planen möchtest, damit du sicher bist. Ne? Vielleicht willst du dir aber hier noch einige Dinge anpflanzen. Oder irgendwas zum Wachsen bringen. Das sieht man hier. Auf jeden Fall haben wir hier die Chance auf der Liebe. Die Chance auf der Liebe. Das klingt ja auch lustig. Nee, wir haben hier eine Chance der Liebe. Das wollte ich eigentlich sagen. Nicht auf der Liebe. Ne? Eine Chance. Ne? Chance auf volle Gefühle. Chance auf Liebe. Heute bietet sich eine Chance, in der Liebe auch was zum Wachsen zu bringen. Man soll gut planen. Ich habe dich aber noch in so einer Abwehrhaltung, so ein bisschen. Ja? Es geht hier um Klarheit. Vielleicht auch, wir haben heute zwei Asse dabei. Das fällt mir jetzt erst auf. Einmal die Chance in der Liebe und einmal die Chance auf Kommunikation und Klarheit in einer Sache. Ja, vielleicht redet man aber heute auch drüber. Ne? Mir kommt auch so eine Energie rein. Vielleicht war es in der letzten Zeit so, dass man einiges so ein bisschen abgewehrt hat in die Richtung eines Menschen oder einer Situation. Und es geht jetzt darum, man plant jetzt wieder was zum Wachsen hier zu bringen, etwas anzupflanzen. Damit und man ergreift diese Chance in der Liebe jetzt. Man ergreift die Chance, vielleicht auch miteinander zu kommunizieren. Vielleicht macht man sich aber auch noch ganz viele Gedanken, ja, über was man vielleicht auch spricht und was, über was man redet. So, deswegen die Unentschlossenheit, ne, hier. Man ist unentschlossen. Man will das vielleicht auch noch nicht so richtig sehen, ja. So, im Beruflichen sehe ich hier, da geht es dir richtig gut. Du steckst dir harte Arbeit da rein, dass es dir richtig super geht, ne? Dass es dir blendend geht. Du fühlst dich glücklich. Vielleicht fließt auch hier das Geld, ne? Was man hier sieht. Du sollst das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, ja? Eine kleine Aufforderung an dich, ne? Aber du ziehst dich auch, wie gesagt, noch ein bisschen zurück in dir selber. Also von Gefühlen, die du vielleicht doch irgendwo mit ins Berufliche reinsteckst, ziehst du dich zurück. Ja, du beobachtest hier erstmal die Dinge, weil du willst hier nicht schon wieder eine Niederlage haben und keine Enttäuschung. Ne? Du bist auch hier bereit, wirklich etwas umzusetzen, aber du hältst dein Hab und Gut hier noch fest. Ja, vielleicht fragst du auch Mutter und Vater so ein bisschen,
Ne, vielleicht gibt es da zwei Personen, die du um Rat fragst. Oder es geht ganz einfach hier darum, vielleicht einige können es ja auch, es kann ja auch so sein, dass man als Paar hier irgendetwas macht, ja, im beruflichen Bereich. Ja, auch das kann sein. Oder dass es hier in die Richtung von Chef und Chefin geht. Ne? Auf jeden Fall wehrt man hier noch ein bisschen was so ab. Aber es geht hier um Planung. Ja, man soll hier wirklich schauen, dass man hier eine sichere Planung, dass man hier eine Strategie verfolgt, um hier da auch wirklich ein gesundes Wachstum reinzubringen. Im beruflichen Bereich können das natürlich Dinge sein, damit das Geld fließt, ne, damit das Geld hier dann kommt, dass man tut sich da irgendetwas anpflanzen. Und dann sehe ich hier, wie gesagt, es ist eine Chance, hier etwas heute mit Liebe zu machen und die Chance, auch zu einer Klarheit zu kommen oder eine klare Kommunikation zu bringen. Für einige kommt mir rein, irgendjemand oder auch mehrere, ne? Ihr nehmt hier an irgendwas teil oder ihr plant wahrscheinlich im Beruflichen so ein kleines, irgendwas plant ihr auf jeden Fall, wo mehrere Teilnehmer teilnehmen können. Ja, und da fließen die Münzen hier, ne? Also, ja, sowas kommt mir heute auch noch rein. Irgendetwas, irgend so ein Programm oder irgendein Workshop oder irgend sowas. Ja. Gut, was sagt das Lennemoor heute noch? Was kommt heute noch in der Tagesenergie auf euch zu? Ein Treffen. Na, na, na. Was war das? Wo ist der Neuanfang? Oh. Aha. Oh, heute habe ich wieder unterschiedliche Sachen drin. Wir fangen erstmal hier an. Hier ist irgendwo ein Hindernis, eine Blockade. Na? Vielleicht war da aber auch eine Trennung. Irgendwas hat hier blockiert. Man war isoliert, getrennt von etwas. Ich münze das gleich noch auf Behörde um. Ne? Ich habe hier nämlich auch Behörde mit drin. Man hat hier Aktionen gemacht, weil man vielleicht auch Sehnsucht hatte. Oder man bewegt sich hier zu jemandem mit einer Kommunikation auf eine Reise. Also, das heißt, du machst dich vielleicht heute irgendwo hin, mit jemandem zu reden. Wir sehen hier, man hat hier Hoffnung, dieses Belastende, dass das rausgeht. Man hat hier krampfhaft festgehalten hier an so einer Nervosität, die wird aber rausgehen, diese Nervosität. Ich sehe, dass es hier am Herzen nagt, also hier hat was in der Liebe genagt, entweder weil hier noch eine andere Person mit drinne ist oder es hat generell hier am Herzen an der Liebe genagt, weil hier irgendwelche Hindernisse, Komplikationen in den Gefühlen waren, ja. Ich sehe, man bekommt hier die Klarheit wieder rein, ne? Also das wird wieder alles stabil werden, aber da guckt auch der Fuchs schon hervor. Und ja, man hat vielleicht auch Angst, hier wieder enttäuscht zu werden oder dass da wieder irgendwie eine Trennung reinkommt, sehe ich hier, ne? Weil der Fuchs guckt so in die Sense, so, ich traue dem Braten mal lieber nicht so, ne? Also so ein bisschen was, so bekomme ich das rein. Man wird hier aber eine Lösung finden, das Ganze in ein Wachstum zu bringen, ne? Und das hier zu klären, diesen Kummer oder dieses Ende, ne? Was da war. Und da werden auch, wie gesagt, Nachrichten fließen, Kommunikation habe ich gerade noch gesehen. Und ich sehe hier, es kann sein, dass heute, wenn es hier wirklich in der Liebe ist, dass hier eine Chance ist, sich mit jemandem zu treffen, ne? Eine Chance, was mit Treffen zu tun hat. Das kann überall sein. Das kann auch im Internet sein, über so ein Internetportal oder Facebook, Messenger oder keine Ahnung, Instagram, TikTok, ne, oder was auch immer hier oder sogar WhatsApp. Auf jeden Fall oder halt wirklich in der Öffentlichkeit ein Treffen mit jemandem, auf den du schaust hier. Hier kommt wieder was in die Stärke. Vielleicht ist es aber auch ein Seelenpartner. Ja, vielleicht ist es aber auch etwas, was schon langwierig ist, was eine ältere Person eventuell auch. Und wir sehen hier will man Klarheit haben über Neuanfang. Ne? Also hier kommt wieder ein starkes Wachstum rein heute. Es kann hier mit diesen Menschen sein und man will hier Klarheit erreichen in einer Sache. Ja, vielleicht ist aber auch so, vielleicht triffst du dich heute mit einem Menschen und dein Wunsch könnte in Erfüllung gehen, dass hier ein Neuanfang, ne, wiederkommt für dich. So, ich habe jetzt aber auch noch andere Möglichkeiten hier. Es kann natürlich auch sein, dass du hier auf ein Treffen guckst mit jemandem, mit einem Vater deiner Kinder
oder ach so, Behörde münzt sich dann um, ne? Dass man hier Klarheit über ein Kind haben möchte, ja. Ja, vielleicht hat ja auch jemand, ich will jetzt mal nicht sagen, das Kind weggenommen, aber so ein bisschen das Kind verboten oder irgendwie hat vorgehabt, dich von dem Kind irgendwie zu trennen, irgendwas. Ja, und vielleicht kommen dann heute Gespräche, dass man diese ganze Sache klären kann. So, und jetzt münze ich das noch aufs Berufliche um und Behördliche. Wir sehen, es gab hier irgendwie eine Blockade mit einer Behörde oder mit dem Beruflichen, ja. Wir sehen, dass hier Aktionen gemacht werden. Du machst dich auf die Reise, um hier vielleicht auch mit dieser Behörde zu reden oder vielleicht auch mit dem Chef zu reden. Wir sehen, hier liegt eine Hoffnung drinne. Ne? Das ist alles hier belastet. Man hatte hier an einer Unruhe, Nervosität festgehalten. Im Herzen hat es halt wirklich genagt, weil hier irgendwelche Themen mit den Finanzen zu tun hatten oder wenn es jetzt wahrscheinlich hier um Vaterthema geht, wo nochmal hier was mit Vater, mit Jugendamt oder sonst was, ne? Ja, dass da irgendwas hier mit den Gefühlen war, ja. Oder auch Finanzen. Finanzen kommen ja auch rein, dass hier was kompliziert ist. Auf jeden Fall wird sich dieses ganze Unklare heute aufklären und wieder in eine Stabilität kommen. Aber trotzdem, ne, hast du hier noch so ein bisschen Angst. Ich habe jetzt auch so ein Bild davor. Eigentlich will ich das nicht sagen, aber ja, man hackt der Enttäuschung den Kopf ab, so ungefähr. Ne? Also nimm mir das gerade nicht übel, aber irgendwie kommt mir das so rein. Das heißt, dass man nicht diesem Fuchs wehtut, aber ne, dass man sich von diesen Enttäuschungen abschlägt, also abschneidet, ne, die hier sind. Und dass es jetzt wieder Lösungen gibt, das Ganze hier, ne, bei dieser Sache in ein Wachstum reinzubringen. Das kann wirklich mit Kindern zu tun haben, das kann aber auch mit der Arbeit zu tun haben. Wenn es mit der Arbeit zu tun hat, triffst du dich vielleicht auch hier mit einer Person heute, vielleicht auch mit deinem Chef, um über einen Neuanfang zu kommunizieren. Ne, du wünschst dir vielleicht da auch einen Neuanfang, vielleicht nochmal, dass du da anfangen kannst zu arbeiten oder vielleicht auch komplett eine neue Arbeit, ein neuer Chef. Ja. Für andere, die auf behördliche Sachen gucken, sehe ich, dass ihr euch heute treffen tut, dass du dich heute mit der Person treffen tust, mit dem Vater und mit dieser Behördenperson hier und dass ihr über das Kind redet, ne? Dass man hier Klarheit hat über das Kind oder dass man hier wirklich über diese Wünsche redet. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel zusammen sagen wir mal, ihr sitzt jetzt zusammen auf dem Jugendamt, ja, dass ihr wahrscheinlich noch über die Unterhaltsthemen redet, ne? Vielleicht hattet ihr euch getrennt, vielleicht ist es jetzt so, dass ihr euch gemeinsam da auf das Jugendamt macht, dass ihr drüber redet, wer wünscht sich was von dem Kind, ne, dass das Ganze hier im Endeffekt für das Kind halt alles gut ausgeht, ne, dass da hier wirklich, dass es dem Kind super gut geht. Ich meine, dem Kind geht es nicht super gut, wenn sich Eltern trennen, aber dass man hier wirklich darauf achtet, dass das, was das Beste jetzt für das Kind ist. Ne? Und ich sehe aber, er dreht sich noch so ein bisschen weg. Ne? Er hat noch so ein bisschen, ist noch so ein bisschen in der Abwehrhaltung hier. Ja? Aber das wird auf jeden Fall werden. Ne? Wenn das jetzt mit Kindern zu tun hat und wie gesagt, wenn es mit Arbeit zu tun hat, dann kann das hier sein Neuanfang, neuer Chef, dass man hier drauf guckt und dass man hier noch mal drüber redet, über das, was hier so blockiert hatte, ne? Vielleicht auch im beruflichen Bereich oder wie gesagt im behördlichen Bereich. So, jetzt haben wir alles, oder? Ich denke mal, ich habe jetzt alles gesagt. Also ich hoffe, hier war wieder was für jeden dabei. Ich bedanke mich auch nochmal für eure Kommentare, dass ihr ganz oft auch mit diesen Legungen in Resonanz geht, wie hier manche geschrieben haben. Da freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir auch sowas sagt. Und mal gucken, was die Engel und Ahnen euch jetzt noch als Tipp geben. Ja, und zwar der Kluge. Sei heute hingebungsvoll und verbindlich. Ne? Also zeig dich hier irgendwie verbindlich heute, egal in welcher Situation das heute hier ist und ob das jetzt nur in Unterhaltsthemen ist, auf dem Jugendamt, ob das auf der Arbeit ist, ob das heute mit den Menschen ist, mit denen du vielleicht auch treffen tust. Sei verbindlich und hingebungsvoll. Gib dich der Sache hin. Ja. So, und jetzt gucken wir noch, welche Rune begleitet uns denn heute durch den Tag. Bin gespannt. Oh.
Und das ist die Evas. Und die Evas, die sagt, dass ihr was in eine höhere Bewusstseinsebene kommt. Ne? Das ist auch die Einweihung. Wir haben hier auch die doppelte Lagus drinne, ne? Dass hier was ins Fließen kommt. Das ist aber auch die Rune der Seelenpartner. Ne? Also hier, dass man sich vielleicht auch hier miteinander verbindet. Ne? Also auch das habe ich jetzt hier. Auf jeden Fall kommt es in eine höhere Bewusstseinsebene. Ja? Und das tun wir jetzt aktivieren. Und hier drauflegen. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch heute noch einen wundervollen Dienstag und ich gebe euch später noch eine Botschaft vom Universum heute mal rein. Na, ciao, ciao.